Zeit. Yay. Sorry, war meine Schuld. Boah, nein. Oh, Entschuldigung. Oh. Da hat mein Controller verkackt, ey. Boah. Es sind Kurven, da kommt man nicht durch, wenn man ranschiebt. Was soll das denn jetzt sein? Oh, Entschuldigung. Sorry. So, es kommt ein paar Netting rum. Die hänge ich einfach ran. Oder fahr vor euch. Sag mal.
Alter, was ist das denn für eine Kante? Lassen, ne? Abgelehnt. Von der Boxer. Ich
Jackie.
Achtung, fahren, da kommen zwei Wagen hinter dir. Achtung, Black Time, und es kommen wieder zwei Wagen hinter dir. Direkt hinter uns zwei Fahrzeuge. Ja. Den wäre lang genug, bleibt auf der Langgeraden. Aber ich überhol dich. Wow! Sorry. Ja, dann geh doch mal ein bisschen Gas, Leute. Musst du noch ein bisschen Gas bitten, das wäre alles gut. Nee, ich hab für gut Platz. Anna, Rammer. Die Sache war, ich war in der... Ja. Danke. Ja. Ich muss noch eine Unfall, wenn ich war. Respawn. Nein! Please.
auch ein schönes Schuss. Achtung, Blacktime, komm gleich auch von hinten. Ja, Achtung, ich bleib gleich. Gut. Geh jetzt hier nach links. Boah, danke. Bitte. Fahr dann, komm gleich auch noch. Mhm. Ich bleib außen. Gut, danke. Ich geh nach außen. Oh Gott. Na, das ist Achtung, warum Breaker ist bei dir? Ja, das ist ja auch ein bisschen Vorsprung. Aber ich mal wieder vorher Bescheid weiß. Das hätte ich gar nicht Bescheid zu wissen, weißt du? Ja, ich hätte mir jetzt auch gesagt, dass ich ihn angesehen hätte. Mal jetzt gleich. Ja, nach der Linkskurve. Mhm. Dann bleib ich rechts außen. Jupp. Danke. Jupp. Blacktime, Beloy ja. Und ich komme gleich durch. Jo, wir sind links. Wäre nicht schlecht, wenn ihr mal ein bisschen Platz machen könnt, ihr leckt drauf ein bisschen. Na, das macht ein bisschen Platz. Huh, ich schlupfe. Achtung, ich werde langsamer. Ich glaube, es ist vorbei. Danke, Vater, fürs Warten. Bitte. Dann werden jetzt wieder zwei hinter dir. Ja, ich bleib links. Oh, Alter. Ich geh dir. Also, ich will nicht sehen, ich muss gerade rausfahren. Keine Ahnung. So, wir hatten Leck, glaube ich. Ach, oh, wir sind ja. Geil. So gut. Aber das Auto steht ganz gut. Da in der Ecke ist keiner. Ja. Ja, ich bleib links. Fahr dann, ich komm hinter dir. Ja, bleib auch hin. Vor mir, ich komm von rechts. Fängt bei dir mit. Und dann, wo bist du? Oh Gott, wer kommt da jetzt von hinten? Black Time. Na, ruhig bleiben, Mann. Ich versuche schon halt dran zu bleiben. Ich versuche schon abzuschalten. Ich bin schon ich renn ein bisschen extra bei euch beiden hinten ab. Damit ich euch nicht stören tue. Ist da drei? Achso, also. Gar keine Ahnung. Thank you.
Scheißkuppe, Alter. Überrunde dich bitte nicht zurück. Danke. Ich probier's. Wir würden damit bitte nur Zeit verlieren. Ich würde sagen, ich bin hinter dir. Ja, ja. Ich bin extra draußen geblieben. Ja, tot. Ich bin wirklich schon. Ich geh nach rechts. Jo. Komm, gib Gas. Danke. Bitte? Okay, der hat ein bisschen an Top-Speed. Ja, können wir halt nicht ändern. Bevor wir es beschissen. Trotzdem danke. Das ist kein Thema. Matt Mo und Foxy. Max, ist dein Auto kaputt? Ich bin hinter euch. Eventuell lasst ihr mich kurz durch oder. Kein Problem. Entschuldigung, der Bock, tut mir leid. Oha. Ja, das war nicht was. Achtung Foxy, ich komme jetzt auch mit Schwung hinter dir. Ja, ganz direkt vorbei. Ich komme innen durch, Achtung. Da mach, nach der Kurve.
raus schon nach der Kurve. Achtung, Sydney, ich komme. Lass mich eventuell innen vorbei. Lass mich innen vorbei, bitte. Danke. Jo. Bist du das hinter mir? Wo ist der Hilfe? Foxy. Ich bin am Hof. Lass dich vorbei. Mo ist hinter mir, okay. Nein, hinter dir ist Foxy. Ja. Ist halt auch noch. Ich bleib aber gleich bei euch, Mo. Gleich. Fahr innen durch. Ja. Der Rest muss dann hier vorbei. Ja, auch gut, oder? Ja. Bitte, was ab hier vielleicht? Ja, okay, perfekt. Dankeschön. Bleib in. Ja. Danke. Jo. Guten Abflug, Salus. Keine Ahnung, die Gegend fliegen. Die Gegend sind ja nicht mehr. Ja, Achtung, voll IT, ich bin auch in der rechten Schlagdistanz. Erledigt. Lass mich hier vielleicht jetzt vorbei, einfach kurzer Typ, danke. Fuck. Meine Fresse. Achtung, Johnny, ich bin auch bei dir, eventuell lässt du mich links vorbei, danke. Was war das denn, Blacky? Keine Ahnung. Und wie ist dein Fahrzeug, wie scheiße das aussieht? Ja, fahr vorbei, geht das? Ja. Sorry, das Mikro war es.
Achtung Fahrer, ich bin auch in Schlagdistanz. Ja, ich bin draußen. Danke. Bitte. Da wieder außen. Schön. Mhm. Hätte früher fahren müssen wir. Ja, bitte. Danke. Ich bin draußen. Ja. Fahren, du bist offen. Ganz weit hinten, oder? Ah ja, danke, super, vielen Dank. Ja, 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 ich bin letzter. Ja, dann, ich komme auch noch durch. Ja, okay. Jetzt sind Leute echt extrem am Lecken, ne? Ja. Ich hab auch schon einen Leckcrash gehabt. Sani, ich bin müde. Ja, ich glaube nicht. Ja. Ach, was ist gut? Nein! Das war gefährlich, Geminke. Ich guck nur, was macht der fährt die Kurve so eng an, da fliegst du auch weg. Alles klar, er fliegt weg. War schon mal nicht gefahren. Für uns beide. Ja, ich hätte übel enden können. Oh, sorry, Mo. Dafür habe ich dir aber nicht vorbeigelassen. Nee, nee, das ist doch mein erster richtiger Fehler gewesen. Ich komme wieder. Oder wie Arnold Schwarzenegger sagen würde, hoffentlich. Achtung, Black Time, bitte bleib da links, bitte bleib ja, da links, bitte nee, bleib da links! Recht. Kollege! Oh, hast du gerade nicht mitbekommen, tut mir leid. Kann auch gerne noch lauter schreien. Nee, ich hatte kurz den Internet weg. Nur mal nicht so hysterisch hier. Ja, jetzt kann aber auch, ey. Immer schön durch die Hose atmen. Also ich würde empfehlen, immer die Namen derjenigen, die ihr überrundet habt, zu stöhnen. Mehr geht mir auf jeden Fall. Ja, danke. Oh, ja. Yeah. Thomas, wir müssen Stumm geschnackelt.
Entschuldigung. Schlackelt, bleib rechts, ja. Bleib rechts. Ja, ja. Du entscheidest gleich alles um Platz 6, ne? Bitte was? Du entscheidest gleich alles um Platz 6 und gerade eine Viererflotte. Danke. Danke. Jo, kein Problem. Ist das vorbei, Schmeichel? Ich komm gleich an dich ran, ich hab keine... Ich auch nicht. Hier, danke. So kann man es auch machen. Ja, da war ich gleich drin bei mir. But you can't park there, mate. Mhm. Fuck, mir steht das Auto ab, Alter. Was soll denn das wieder? Foxy? Kannst du EO, der ist nicht. Was soll das denn die Linkskurve hier machen? Diese! Wir kommen gleich auf. Wow! Ne, Fox ist das so. Sorry.
fahr einfach weiter, ich bin gleich im Ziel. Das ist ein sehr stark. Ach, da war ich. Oh, Jun, Alter. Kann nicht sein, dass du so übertrieben schnell abgehauen bist da wieder. Schon wieder feierlich. Auch noch IST. Fahr zu. Schau noch auf den vierten, sehr schön. Ja, Mann, das war ein Abenteuer, da hinzukommen. Von wo sind wir mal gestartet? Von 19 oder so was, ne? Ja, 19, ja, denn 19 ist durch eine behinderte Baum-Hitbox wieder zurückgefallen auf 19, als ich dachte, er war. Ja, nicht nur auch wegen mir, ich hab irgendeinen geschubst am Anfang. Ich wurde geschubst. Also irgendjemand hat mich in Faust am Anfang reingedrückt. John, weißt du, was das ist? Das ist mein erstes Podium seit 2 Saisons, Mann. Letzte Saison war mein bester Platz 5 oder so. Jo. Ja. Doch, was heißt das? Das nenne ich mal ein wieder den Song. Ah ja! Also. Ja, diesmal bist du dran, sonst hab ich den immer für dich abgespielt. Ja, ich such schon, ich such schon. Oh Mann. Ja. Und die deutschen Elfersprache abhören. Ich bin in die Hand eingeschlafen. Schön auf dem 16. Platz für 7 Runden, danach bin ich abgekackt. Bin ich komplett weggerutscht, ja, ich hab jemanden weggehauen. Hast du oder wurdest du? Hallo Fausto. Fausto ist mal wieder nicht glücklich. Ich auch nicht, weil du mich vor Schluss nur abgehängt hast, ey. Sack. Ich hab voll an der Bergaufkurve, hab ich voll Luft zu dir verloren. Ja, du hattest wohl nicht so viel Vertrauen in Auto in einigen Situationen. Nee, oben an der Bergaufkurve gar nicht. Ich hab dem Auto da echt nicht vertrauen können. Du meinst jetzt, ja, bei Arcadius Center da, die Ecke. Ja. Da die Kurve bist du immer ganz schön langsam reingefahren. Die Rechtskurve bei den Cops über die Kuppe. Ja, nee, die hab ich mich absolut nicht getraut. Nee, bergauf, ja. Da meine ich. Bergauf?
bergauf. Ja, warten, bis die Schwarzen drauf da bei den Cops. Die rechts, ja, bevor du da in den Casino-Bereich fährst. Mhm. Oh, ja. Ich war ständig auf zwei Rädern unterwegs. Ich war auf die Seite gelegt. Ich war meistens entweder auf allen vier Rädern oder vorne mit dem Heck, mit der Front. Sonst auf allen vier, ja, ist schon mal gut. Merkwürdigerweise hatte diese Insel da irgendwie ganz schön viel Grip, ey. Ja, welche Insel? Ja, bei den Cop-Center da, diese Betoninsel. Ey, da hab ich so, was geht jetzt, ey? Das hab ich so in Runde 14 so gemerkt, ey. Also, den Schaltpunkt konntest du nicht nehmen, also innen über den Bordstein, weil dann bist du abgehoben. Ich bin da immer über die Straße praktisch drüber, hab das Gas am Penumbra gelupft, weil er dir sonst wegrutscht. Weil in schnellen Kurven rutscht der Penumbra einfach. Du musst mal kurz lupfen, als ob du Short hast. Oder über diesen Rasen fahren musst in die Kurve, oder? Nee, die oben rechts, diese Kuppe. Ach so. Die rechts. Ah, ja. Nee, aber generell mit dem Permover bei mir. Kuckuck. Generell auch, ich musste mit dem Penumbra auch diese langgezogene rechts vor dem Casino, musste ich auch beim Auffahren auf das Stunt-Element kurz einmal. Oh Mann, Alter. Der hat mein Videoclip nicht gespeichert. Wollt ihr das Ergebnis wissen? Deutschland, Spanien? Ja, was ist los, 1-0 für Spanien. Aber wäre normalerweise schon 1-0 für Deutschland, aber Rüdiger stand im Abseits ganz knapp und deswegen hat er dann. Nicht so tief, Rüdiger. Rüdiger, das war nicht tief, das war weit. Nicht so weit, ja, Rüdiger. So keine Kapriolen! Schon mal, wo ich erstmal geschafft habe, an den vorbeizukommen, bin ich einfach bei der Start-Zielgeraden auf der Geraden einfach gegen so ein neuer auswechseln, der doof. Hallo? Ja, auf der Zielgeraden hab ich das noch gesehen, ja. Ich habe den Trab keinen Der Erstplatzierte fehlt. Ja, Bona, wenn er nicht kommt. Tschüss. Ach, Fausto! Ja, der hat, glaube ich, irgendwas geschrieben, dass der darauf verzichtet. Ja, der hat irgendwas geschrieben. Der hört sich ja sehr happy. Weil er kommt irgendwie nicht rein, keine Ahnung. Das hat er gemeint. Ja, ich bin richtig happy. Ja. Der sagte, er will Fußball gucken, deswegen ist er nicht da. Was ist denn los? Ach, da war so eine Chaotentruppe vor mir, die lame war, aber die ganzen Unfälle gebaut hat. Alter, ich hatte auch auf einmal irgendjemanden. Vier Leute hatten auf einmal die Straße blockiert. Die rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Was machen die da? Kann man nicht auch rückwirkend irgendwie noch Aufnahmen machen? Bis auf der 4, ne? Nur wenn du nicht im PC-Menü warst. Ja, nur wenn du nicht im PC-Menü warst. Ja, bei der 4 geht das nicht, bei der 5 geht das. Fahren wir direkt los oder wie sieht's aus? Ja, alle stellen sich halt gleich rechts da. Mit ihren Autos bei den Garagen hin und die Sieger stellen sich halt bei den Podien vor, würde ich sagen.
Der Kevin dritte. Da können wir auch mal ein bisschen ordentlich machen, oder? Jetzt, du stehst genau vor dem Podium, du sollst dich hinten an der Garage stellen. Oh, verpiss dich, Schnaggels. Ja, hier doch. Hier stehen die Podiumsplatzierungen. Wo ist denn der Bohne? Bohne! Ja, also, Gast muss auf der anderen Seite. Du musst mich vertreten. Oh, guck mal, Gast hier voll sich kommt. Ich kann das Auto da hinstellen, aber vertreten? Ja, du kannst das mal vertreten. Quatschen ist nicht meine Stärke. So, muss jetzt weiter machen. Ja, dann alle mal da rauf rein, sag ich an, was heute so passiert ist. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich für... Nein, jetzt halt erstmal nicht fest. Für mich, oder was? So. Willkommen, meine Damen und Herren. Sind alle bereit? Alle da auf ihren Plätzen da unten? Ich sehe noch ein Auto fahren. Hat er noch nicht die Fahrschule bestanden, oder warum dauert das so lange? So. Alle am Stehen, alle am ruhig sein, alle am Muck sein. Gut. So, willkommen, meine Damen und Herren. Heute zum fünften Rennen der Racing League. Heute haben wir diese wundervolle Klasse Sport 3. Wo er eigentlich sehr viel reingewürfelt wurde, ich halt mal lieber darüber die Fresse. Ja, mit einer wundervollen Strecke in der Stadt mal wieder, wie genau letztes Jahr, die für den Komet nicht so gut war. Aber wir haben heute wieder drei platzierende, schnelle Autofahrer hier vor mir. Wir fangen an mit... Hier ist so, endlich ich bin mal zu hören, ey. Mein Teamkollegen. Der Hennes, der Typus. 98. Der heute sein erstes Podium seit 25 Jahren feiert. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke, danke. Denn heute, mal wieder auf dem zweiten, man kennt ihn, man weiß wie er heißt, man weiß wie er aussieht. Der mit der Glatze. Der mit der Glatze ist der Name. Der mit der Glatze tanzen, würde ich sagen. Und auf dem ersten heute vertreten als Dude Gamer, man sieht auch schon, man sieht schon, er ist tot, ist wohl gestorben. Ich hoffe, du kannst dir das mal so vorstellen, damit du in der Zukunft da auch mal hinkommst. Bonebreaker alias Loot Gamer. Ich hole ein Kind von dir. Wunderbar, so. Denn heute hier habe ich mal mit den Interviews. Wir haben heute was ganz Spezielles hier. Hier spreche ich in meinen schwarzen Stock? Nee. Sagst du das öfter? Spreche in den schwarzen Stock. Ja, Kevin! Heute das erste Mal dabei für unser wundervolles Team. Und auch das erste Mal seit, ja, wie ich vorhin gesagt hatte, 25 Jahren mal wieder hier oben. Und sogar noch in einem Auto, das genau zu unseren Farben passt. Was hast du heute zu diesem Rennen? Ja, Wahnsinn. Ich war tatsächlich von dem Qualifying sehr überrascht, dass ich der Drittschnellste war. Ich meine, ich war jetzt ein bisschen abstinent von GTA und letzte Saison war, glaube ich, mein bester Platz 5 oder 6. Deswegen ja, kannst du mal sehen, wie scheiße alle sind, ey. Ja, ja. Es war ein ziemlich einsames und langweiliges Rennen, weil Loot Gamer und Gas haben da ihr Ding vorne gemacht und ich hatte nach hinten sauber zum Ende eine halbe Minute Vorsprung. Aber ich muss eins sagen, ich finde es krass, wie spät erst die Überrundungen kamen, wo doch die Strecke gar nicht mal über 2 Minuten ging. Also das Fahrerfeld generell ist dieses Jahr auf jeden Fall sehr stark. Weil früher hattest du selbst auf den Plätzen, wo ich letztes Jahr war, so 10 bis 15 teilweise, hattest du schon ab der Hälfte der Rennen ständig nur Überrundungen und das war nicht ganz so. Ja, wundervoll. Ein Applaus an die Verlierer! Auf Foto. Ja, noch irgendwas Nettes? Wie war das Auto? Easy peasy auf der Strecke? Die war ja ein bisschen holperig, schnell, wackelig. Der Konrad hat ja heute ganz gut geschlagen. In schnellen Kurven ging der im Einlenken gerne mal quer, da musste man ein bisschen mit dem Gas lupfen, aber sonst war der stabil, konnte nicht ganz die Pace vom VSTR mitgehen. Aber trotzdem die zweitbeste Zeit, ne? Genau, zweitbeste Zeit. Ich denke mal, bei Loot Gamer wäre aber auch noch ein bisschen was drin gewesen. Also ich glaube, die Zeit von Gas hätte der auch annähernd schaffen können. Mhm. Ja, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden, nach so langer Abstinenz das abgeliefert haben zu können. Ja. Und Freitag? Nee, gestern hast du auch rumgeheult, ey. Junge.
Was? Warum habe ich umgeholt? Was habe ich. Hallo? Weiß ich nicht, ob ich kann. Ich habe dicken Kopf und. Hey! Ich gehe wieder um den Sack. Ja, Herr Gutzbiss, ich weiß, du willst es nicht hören, aber. Ja. Hier ist irgendwie dein Name schon eingraviert, ne? Wie war da drin? Ich habe gehört, da war auch irgendwie eine unschöne Situation wohl vorgefallen. Strecke for Life? Strecke for Life, ja. Ihr habt es ja erst gehört. Ja. Ja, also Strecke war richtig gut, Auto war aber auch gut. Pelumbra war wohl ein bisschen einfacher zu fahren. Würde ich das mal so einschätzen, aber halt, wie ging. Ich sagte, die Pace konnte er nicht ganz mithalten. Ich hätte auf jeden Fall der erste Platz sein können heute. Ich war schneller als Loop Gamer. Ich hing, weil ich nur 10 Minuten lang an seinem Arsch dran kam, nur schlecht vorbei. Gab auch nicht viele Möglichkeiten zum Überholen. Hm. Hat es dann mal geschafft, aber wie ich dann so bin, habe ich dann direkt 15 Meter später nicht abgeschossen. Ah, ja, auf der Graben einfach gegen Pöller gefahren. Hm. Das war sehr schön. Kam dann aber schnell wieder ran. Okay. Und dann, habe ich mich nochmal abgeschossen, dann war's vorbei. Wieso macht man denn sowas? Das ist doch nicht gut, Mensch. Nee, das war auch nicht gut. Jo. Sonst noch irgendwelche weisen Worte? Strecke for Life. Strecke for Life, ihr habt's hier gehört. Anstatt Brumm-Brumm gibt's jetzt Strecke for Life. Cool. So, und heute, heute Vertretung. Hallo! So. Ihr beiden Kacknasen seid ihr schon durch. Hallo im Interview. Nee, der nicht. So. Also. Warte, ich muss noch den Dings wieder finden. Da ist mein Stock. Mein schwarzen langen Stock. Herr Buch! In Abstinenz von dem Loopmann. Können Sie jetzt mal ein bisschen über Ihre Experience erzählen? Wie war das heute so? Ja, an sich war meine Experience, dass ich am Anfang des Rennens erstmal einen guten Start hatte, dass ich erstmal von Domi an die Wand genagelt wurde und direkt danach noch einen Crash hatte. Bin dann aber trotzdem doch noch sehr gut rausgekommen. Nur zum Schluss war das ganze Rennen dann für mich ziemlich schleifend, da ich den Wagen nicht so ganz vertraut habe, so wie Jon. Ja, und ich bin Jon, hier noch, euer Interviewer heute. Ja. Ich hab dann noch ein bisschen Zeit auf dich verloren. Ja. Im Endeffekt müsste ich dann nur noch auf Platz 5 nehmen. Ja, wieso tust du sowas? Ja, nicht genug Vertrauen zum Auto. Und dann musste ich halt mit Platz 5 leben. Ja, wieso ist das trotzdem Auto nicht? Du musst doch erstmal sagen, hallo Auto, ich bin's, Herr Bohner. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was du von mir willst. Dann fährst du die erste Runde, sagst du, ah ja, okay. Dann rutscht du mal weg, dann sagst du, ah, ja, doch, willst du das lieber haben? Dann sagst du, ja, okay, so können wir das machen. Ne? So geht das. Ganz easy. Ja. Ja, sonst noch irgendwelche weißen Worte? Ich habe ja gerade gehört, du hast gesagt, hier, ja, beim Crashen Nagel, ne? Ihr habt es ja auch gehört zum ersten Mal. Genau, beim Crashen Nageln. Ja, oder beim Nageln Crashen. Das kann man sich jetzt aussuchen. Aber ich hoffe, dir hat es hier oben Spaß gemacht, dass du vielleicht in Zukunft mal... Hey, wo fahrt ihr am Wichser alle hin? Das ist noch nicht vorbei hier. Ja, ich wollte eigentlich auch den... Das APG. Oh, hi. Wir haben schon keinen Bock mehr hier. Hey. Wenn wir alle nicht. Okay, hey. Jetzt kommt ein anderer Schmack los. Ganz bloß, ganz schnell weg hier. Ah, nein! Oh. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Penner!